So, wie spät haben wir es denn jetzt? 5.30 Uhr, ne? Dann wird es ja bald hell. So, das hier hin, das da hin, das so, das hier dies. Du kannst wieder an Bord der MSN. MSN. So, Schwein, jetzt geht's hier an den Dragon. Kraken. Hallo, kleines Schwein. Oh, das fliegt wieder da hinten. Fliege, Schwein. Wie sich's im Kreis dreht. Dieses Schwein ist wie ein Rotor. Hey, bleib hier, bevor du wieder abhebst. Hallo, nein, nicht nach hinten attacken. Oh, ich sterbe gleich bestimmt. Hallo. Close enough. Ich hab gerade deine Mutter getötet. Mein Gott. Gott, manchmal, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Oh Mann, manchmal ist mein Gehirn so. Einfach. Interessant. So viel brauche ich wahrscheinlich auch nicht zu trinken. Oh. Zieht doch ganz schön was weg. Messer. Jetzt brauchen wir es doch. Ja, wo habe ich das hin? Hier. Können wir vielleicht zwei Lagerfeuer bauen oder so? Ja. Zumindest eins. Ich baue einfach mal eins. Das Game, es gibt glaube ich sowieso ein Achievement. Ist die leer? Ja. Es gibt glaube ich sowieso ein Achievement dafür, wenn man auf 10 Inseln Lagerfeuer baut. Dann können wir da ein bisschen Fleisch brutzeln vielleicht. Naja. Geh weg. Geh weg. Na, da wackelt der Kopf. Das ist so ein Wackelkopfschwein. Dass man sich so ins Auto stellt, wie so ein Wackeldackel. Macht man das eigentlich noch? Gibt es noch Leute, die das tun? Die das für cool halten? Cool. So ein Wackeldackel im Auto zu haben? Ich glaube, das Krabbenfleisch, das ist ein Witz gegen das Schweinefleisch.
Ach, egal, ich nehme es einfach mal mit. Kostet nichts. Bereitgestellt bei Nature. Mother Nature. Wie auch immer die Schweine hier auf die Inseln kommen. Bei den Krabben verstehe ich es ja noch. Bei den Schweinen weniger. Weil ich meine, was tut ihr hier? Hier sind Kartoffeln, cool. So, hier ist noch Blech. 40 Tage überlebt, Leute. Wir haben 40 Tage hinter uns. Oh Gott, was ist jetzt? War wieder so eine Krabbe da. Ich krieg die Krise noch mit denen. Ich flipp aus. So, das. Achso, Leder haben wir noch gar keins. Mit Steine. Mal hier. Ne? Schlempe. Achso, halt. Langsam. Pflanze kann auch da rein. Ach, da haben wir jetzt auch voll. Okay, let's. Das habe ich ja nicht umsonst gemacht jetzt hier. Ich möchte das schon essen. Das dauert schon lang. Da hat es wieder mal geklappt, sich einfach nur bescheuert zu beschweren. So. Achso, hier haben wir noch einen Stick. Der kann weg. Das ist mir zu düster. Ich will was Erheitendes hören. Und da bin ich bestimmt nicht allein. Da seid ihr ganz bei mir. So. Ein kurzes Kreuzchen für zwei Inseln. Na, jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6, 7, 8, 29 Inseln. 29 Inseln hätten wir noch zu erkunden. Aber die meisten werden wahrscheinlich jetzt eher auf die schnelle Tour erkundet. Denn eigentlich ist es ja immer dasselbe. Und meine Ambitionen sind jetzt nicht wie in manch anderen Survival Games, in denen ich einfach alles abholzen will. Ich glaube eher, dass meine Ambitionen in dem Game jetzt eher Richtung die Bossfights gehen. Wie ich auch schon gesagt habe. Oh ja, das ist cool. Ne, brauchen wir nicht. Richtung Bossfights. Weil ja, wir haben eigentlich alles echt gesehen. Wir können noch bauen wie die Wahnsinnigen. Aber bevor wir das tun, da springen wir lieber auf ein neues, vielleicht neues Survival-Game auf. Ich habe noch das ein oder andere Indie-Game, das wir gerne spielen können. Auf das ich mich freue, beziehungsweise das auf jeden Fall bereitsteht für uns. Ja, also ich glaube, uns wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ich hatte auch in letzter Zeit irgendwie so ein Motivationsloch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fiel es mir ein bisschen schwerer, mich zu motivieren, was zu tun. Aber jetzt geht's wieder und ich bin total happy, dass wir hier sind und
jetzt Stranded Deep spielen wieder und... Und ja, es passt gerade auch ganz gut bei mir so allgemein. Einfach das mit dem Aufnehmen, das ist ja immer so eine Sache. Habe ich die Zeit dafür? Nehme ich mir die Zeit dafür? Ist wahrscheinlich eher das größere Problem, das man in diesem Moment hat. Weil meistens ist eher die Zeit dafür nehmen, ist eine größere Überwindung manchmal, wenn man einfach so faule Tage hat. Ich denke, ihr kennt das. Ich nehme einfach die Kiste mal mit hoch. Ach, da kommt schon Bruce. Bruce, leave me alone. Wo ist unser Schiff? Ach, da. Bruce? Bruce, hier ist ein Beschriftungsgerät. Ja, aber ich denke, das kennt jeder und hat jeder auch mal. Was so ein Durchhänger, ne? Und... Ja, was... Ich meine... Was unternehmt denn ihr so, wenn ihr einen Durchhänger habt, so einen richtigen Durchhänger, wenn ihr keine Lust habt, irgendwas zu tun? Solche Dinge. Ich würde gern echt noch die Insel auch machen, aber das ist, glaube ich, wieder so ein vom Hundertsten ins Tausendste Ding. Aber machen wir das? Wir machen das noch. Ja, hier sind immer noch welche übrig, ne? Aber ja, lohnt halt irgendwie. Tatsächlich aktuell lohnt das. Ne? Das heißt, ich stelle mir halt momentan echt so. Frage, lohnt sich das jetzt da jede Insel so krass abzugrasen? Wir können auch in der nächsten Folge oder so auf eine kleine Boss-Tour gehen. Vielleicht mal gucken, wo die Bosse noch so wie die hausen. Weil ich meine, hier ist eine große, ich glaube so eine Riesenfläche, die einfach leer, ziemlich leer ist. Also... Okay, meine Aussage wurde soeben widerlegt. Aber nein, hier ist noch eine große Insel und dann kommt eine ganz große Fläche, die einfach leer ist, kompletto. Und da ist dann auch die Area vom Boss. Wir müssen tatsächlich tanken. Ja, ich klappe mal die hier auf. Dann können wir in Ruhe tanken. So, hier ist ein großes Schiff. Hey, ihr Ärsche, was wollt ihr denn hier immer? Wie viele Haie wollen sie hier? Alle. Hier ein Hammerhai, dann ein Tigerhai, dann... Hi, hi, hu, hi, yiu. Komm da nicht rein. Verdammt. Ach Gott, ich hab so Angst. Der wollte uns gerade angreifen, die Sau. Habt ihr das gesehen? Ich hab Angst, wenn ich da jetzt reinkomme, dass wir nicht mehr rauskommen. Ach, das ist einfach schräg. Das ist... Einfach komplett buggy, da in das Boot reinzukommen, in das Schiff reinzukommen. Jetzt hier? Hier müsste es gehen. So, jetzt aber schnell. So. Gott sei Dank funktioniert das. Manchmal funktioniert das irgendwie nicht, aufs Boot hoch zu jumpen. Halt.
So. Was haben wir denn hier für Feinde? Auf der Insel. Oh Gott, ich die Marchot, das hab's mit Männer. Hasse dich. Hier. Dass ihr auch was seht da unten. Ja, jetzt brennt's da, ne? So, Stoff und Aloe. Aloe Vera. Mein Gott, ich hab sie. Dieses Mal habe ich sie aber gesehen, im Augenwinkel noch so. Apropos Augenwinkel, ich habe das FOV tatsächlich nach fast 1 Million Stunden hochgestellt. Und ich muss sagen, man sieht mehr. Ne? Hättet ihr das gedacht? Man sieht mehr. So, was haben wir denn hier? Nichts, was ich mitnehmen würde. Ein Schwein. Komm ran auf den Meter. Kommt wahrscheinlich auch gleich. Attacke! Hä? What's wrong with you? Mehr so. Was? Ja, das ist richtig disgusting. Du machst das auch nicht zum 7000. Mal. Wisst ihr, ich mach mir die Hände nicht so ungern schmutzig. Oder mach mir die Hände nicht so ungern schmutzig. Mach mir die Hände ungern schmutzig. Oh, ihr kommt beide. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wer es ernst meint von euch. Du gehst weg. Okay, du kommst wieder. Du gehst weg. Okay, ein Hit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.000, 12.000, 13.000. Oh, ah. Wir warten nur auf die Schlange, die uns wieder tot beißt, so wie auf der ersten Insel, auf dem ersten, im ersten Spielstand. So, wo wir dann echt so, ach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich da machen wollte. Hallo, ich klingt gut. Hier ist noch Blech. Sheet Metal. Ich habe nie mehr so. Was heißt, ich habe nie mehr? Es ist ja noch nicht so lange her. Aber ich habe echt vorher nie so ein Dingens gesehen. Ich glaube, das lohnt sich auch nicht, die hier abzubauen. Aber das lohnt sich nicht, die hier abzubauen. Zack, zack, zack. Er baut alles ab. Wie man ihn einfach kennt. So, mit der Ayuka. Ich habe. Das habe ich auch nicht gemacht. Ayuga-Pflanze. Gegengift. Gase. Ist das was? Das ist wahrscheinlich zum Heilen. Atmungsboost. Atmungsboost ist wahrscheinlich auch die natürliche Alternative zum. Wie sagt man denn? Zu diesen Sauerstoffflaschen. Also die craftbare Alternative vielleicht auch.
So. Wir haben dann die Insel hier auch durch. Wir könnten tatsächlich jetzt zum Schiff tuckern. Och nein, ich hab die... Welche war es jetzt? Hier ist es. So, dann das hier speichern. Schlafen wahrscheinlich erst ab 18 Uhr. Sollen wir? Das setze ich aus. Das setze ich aus. So, wir haben hier fast eine Kiste voll mit dem. Diese Haie auch, wie sie da rumeideln. Die verstärkte Axt. So. Verfeinerte Axt, so hieß, so heißt's. So, wo ist das? Hab ich das? Oh, hier ist. Dann Sleepings. Sleepingers. Und jetzt Savingers. Und zu Rick. Zu Rick zum Frachtschiff. Ach, vielleicht können wir da tatsächlich dann auch noch ein bisschen Treibstoff einsteuern. Also ich glaube, dass wir jetzt so das Schiff bald sehen müssen. Oh, ist da denn abgestürzt? Zur Sicherheit werde ich die Segel ausfahren und eine Überprüfung starten. Ist das? Ja, ja, ja. Wir sind schon richtig. Oh, das ist wieder ein Wal. Achso, das bringt uns nichts, solange die draußen sind. Na, die Wale, die... Oh, der hat einen richtig guten Eindruck, ne? Moin! Gott, ich bin auf dem hängen geblieben. Der arme Wal. Hab nur ich das Gefühl oder ist das mit diesen Spam-Mails so krank schlimm geworden? Vielleicht liegt es auch nur daran, dass meine E-Mail-Adresse geleakt wurde irgendwo, aber... ich finde es so schlimm. Mittlerweile, was da Spam-Mails am Tag bei mir reinkommen, ist total verrückt. So. Auf zu diesem... Was ist denn das? Flugzeugträger, oder? Eigentlich. Von der Bauart her eher Flugzeugträger. Da können wir jetzt, ihr wisst schon was, bauen. Da ist doch gerade eine Krabbe vom Himmel gefallen.
Die uns jetzt bestimmt gleich angreifen. Ach nee, die kann ich hier hoch. So. Ach, neun. So. Okay. Dann aber jetzt. So. Nahrung haben wir, Essen. Wir bauen was. Geschichte. Noch drei Punkte offen. Vielleicht können wir davon noch was schließen. Ich meine, wir können auch den ganzen. Ich fülle jetzt einfach nochmal aus diesem angebrochenen Kanister auf. Und dann fülle ich das noch da ein, was wir noch haben. Wo haben wir denn? Hier haben wir den Sprit. Ach, das ist tatsächlich auf Null. Machen wir hier nochmal voll. Und tanken das ins Flugzeug schon mal. Ich bin sehr gespannt, wie viel das sein wird. Das wieder rein tanken. ...41 Tage, noch 9 bis zur nächsten, bis zum nächsten Runden Geburtstag, den wir hier in diesem Dasein fristen. Oh, na, da sind wir ja wahrscheinlich mit noch ein, zwei Kanistern dabei. Eins, zwei oder... Ach, nee. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, oh Gott, stürze ich erstmal hier ab. Machen wir hier mal Schluss mit dieser Folge. Und wir gehen noch auf diese Inseln. Da vorne ist auch ein Schiff mit Containern. Das müsste aber die richtige Richtung sein. Dann gucken wir uns die Insel und die Insel noch an und düsen dann wieder zu unserer Heimatinsel. Bereiten ein paar Dinge vor und schaffen es vielleicht in der nächsten Folge sogar, wenn wir die Vorbereitung abgeschlossen haben, zum nächsten Boss zu fliegen. Beziehungsweise, wie, ich glaube, wir lassen uns gleich darauf ein, dass wir mit dem Boot dahin tuckern und uns vielleicht mit dem anlegen. Ich will nicht zu viel versprechen, denn ihr wisst ja, wie das ist. Jedenfalls danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr Bock habt, schaut auch mal auf Twitch vorbei, da bin ich donnerstags und sonntags ab 19.30 Uhr live. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.